Wie scary! So. Aber wir können ihn dahinter schieben und dann hätte er fast ein richtiges Todgesicht. Leider klappt das nicht. Aber hey, es hätte klappen können. Nanu? Was? Was ist das denn hier? Ich bin Archäologe, kein Arachnologe. Aber es sieht mir nach einem riesigen Spinnennetz aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die armen Toads. Aber von hier können wir nichts tun. Vielleicht können wir uns ihnen unten nähern. Das ist so random einfach. Vor allem kann man ja auch nicht erkennen, ob da irgendwas rauskommt oder so. Es ist einfach nur... Es geht random hoch und der Bitch slappt dir ein und dann verschwindet er einfach wieder. Ist halt schon ein bisschen... Ist halt schon, was es ist, ne? Oh nee, eigentlich nicht so. Cool, okay. Man kann sie ja nicht komplett töten, von daher macht das Sinn eigentlich. Oh, nice. Satte Vibes. Zeit ist hier ein bisschen viben, Mann. Ich mag es, dass er da nur chillt. Das ist ziemlich super. Oh, das ist fies. So, die konnten wir schon mal befreien. Ein Stern leuchtet den Weg. Ah. Okay. Oh, okay, ich verstehe. So, richtig. Ach, das muss ich wahrscheinlich auch noch machen hier. Insane, okay. Flöt. Halt!
Wir müssen dich durchsuchen. Ich kann sie nicht mal zerstören. Ich finde, die Option hätte mir mal... Die Option hätte man mir zumindest geben können. Okay, keine Ahnung. Ich finde, das macht in meinem Kopf eigentlich schon mal Sinn. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte lösen sollen, Alter. Zumindest springen sie einfach instant auf eine richtige Dings hier. Also ist das schon mal ganz gut. Aber ich hatte jetzt... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hätte ich die Torze fragen müssen. Haben mir selbst die Zielmarkierung nicht geholfen. Was soll's? Manchmal läuft's halt doof. Piu. Glitzer-Eisenstiefel. Ich verstehe. Den Hint... Habe ich doch mitbekommen. Können wir doch direkt auch mal das hier austauschen. Plus, habe ich hier noch irgendwas Gutes? So, schauen wir mal. Also, das ist richtig spaßig. Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber ich fühle mich sehr bewegt. Beschwingt. Mir fehlen die Worte. So etwas ist mir bei all meinen Studien noch nicht untergekommen. Und das Juwel an der Decke ist einfach atemberaubend, was sich wohl darin befindet. Ich wage zu behaupten, es gehört... Tut mir leid, Sie zu unterbrechen, Professor, aber da ist die Luftschlange. Sie scheint durch die Tür dazu führen. Hey, DJ! Das nennst du Musik? Für mich ist das nur nervtötender Lärm. Hör auf mit dem Blödsinn und leg was auf, wozu ich tanzen kann. Wenn ich nicht gleich am Grooven bin, wäre das ein ziemlicher Gesichtsverlust für dich. Und zwar wortwörtlich. Yo, 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 lass mal stecken. Ich finde schon was Grooviges. Groovig vor allem. Mario, rette mich. Der Typ ist echt schräg. Er will die ganze Zeit groovige Musik von mir, um eine Kiste Solo aufs Parkett zu legen. Sehe ich aus, als wäre ich 100 Jahre alt? Ich bin DJ. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Er wird mir mein Gesicht nehmen. Mein Gesicht! Hilf mir! Nein, nicht dein Gesicht. Du brauchst doch das für deine Sonnenbrille. Trotzdem, der Song eben war doch schon total groovy. Super derbes Tanzmaterial. Wie ich als Fachmann sagen würde... Ich weiß nicht. Ich werde aus dem Musikgeschmack nicht schlau, aber erst von seinen Ansichten sehr überzeugt. Ihm hat keiner von den Songs gefallen, die ich aufgelegt habe, und er kommt auch nicht aus dem Raum raus. Jedenfalls habe ich auf dem Weg vorher ein paar meiner Discs verloren, und da kommst du ins Spiel. Vielleicht ist auf einer meiner Discs ja irgendwas, was dem Typen gefällt. Ich versuche, uns etwas Zeit zu verschaffen, während du suchst. Finde die Discs und bring sie mir zurück, ja? Insgesamt sind es 4. Wie viel haben wir denn? Oh, wer auch immer in dem Raum da ist, der muss derjenige sein, der den Toads ihre Gesichter geraubt hat. Wir müssen ihn also irgendwie aus dem Raum rauslocken und den Toads ihre Gesichter zurückgeben.
Aber welche Musik könnte groovig genug sein, damit er herauskommt? Ich stehe sehr auf Nintendos Lust, die ganze Zeit irgendwelche Club-Disco-Geschichten in ihre Spiele mit einzufügen. Halt erst bei Luigi's Mansion 3 mit dieser Disco-Etage und jetzt hier nochmal, finde ich okay. So, das hier ist für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's! Ich hasse es! Ja, gut. Ich verstehe, warum es den Leuten gefällt, aber für mich ist das einfach nichts. Ah. Er scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch welche zu finden, und zwar drei, um genau zu sein. Warte, eine haben wir ja noch. So, das hier ist für alle schrecklichen Monster da draußen. Los geht's! Dieser Song war schon so oft gespielt, als er es erstmal im Radio gelaufen ist. Warte mal. Sagt mir nichts. Und wollte uns dazu bringen, ihn zu mögen, indem man ihn rauf und runter spielt. Ha! Die besten 5 Sekunden hätte man zusammenschneiden und für Werbung benutzen können. Der Rest ist völliger Schrott. Er scheint kein Fan davon zu sein. Probier mal eine andere Disc. Es gibt noch welche zu finden, und zwar 2, um genau zu sein. Zumindest die konnten wir mitnehmen. Das konnten wir mitnehmen. Hier kommen wir nicht rüber. Oh. Tanzt mit uns! Oh, ich will nicht mit euch tanzen. Ich habe legit richtig viel Lust, andere Sachen zu tun. Aber nicht mit euch zu tanzen. Okay, fuck this, Alter. Nee. Kannst du vergessen, Alter. Da müssen doch normale Stiefel für reichen, oder? Tatsächlich. Sehr schön. Ah, nein, nein! Oh Gott. Zumindest haben wir unseren Toad, der uns nochmal rettet, wenn ich einfach so dumme Sachen mache. Du bist nicht stark genug, um das allein aufzumachen. Und ich kann dir nicht helfen. Okay. Flamby, danke für 36 Monate Treue. Maxi Power, okay. Diese Spuren. Sieht aus, als hätte man hier etwas über den Boden geschleift. Tja.
Oh, warte. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt von wegen, hä? Was muss ich denn hier machen, um das ziehen zu können? Dann fiel mir nach, ich habe da den Hammer, Alter. Ich bin so ein Vollidiot. 3 nach links, über der Sonne gelegen. Und mit einer Stärke von 10 kannst du etwas bewegen. Okay, das... keine Ahnung. Root, Alter, lass mich doch einfach die Disc mitnehmen. Oh, okay. Okay, perfekt. Shower Thrill. Oh mein Gott. Let's go. Schauen wir mal, was hier noch kommt. Yeah. Groovig! Oh, diese Baseline lässt meinen Körper Dinge tun, die ich nie für möglich gehalten hätte. Yeah! Halt, Moment. Ich will auf der Tanzfläche nicht allein sein. Warum ist es so tote Hose? Wer hat die Stimmung gekillt? Ich lege keine Käste Solo aufs Parkett, wenn nicht alle anderen auch die Fetzen fliegen lassen. Am wenigsten scheint ihm die Musik zu gefallen. Aber wir müssen was wegen der Tanzfläche machen. Normalerweise kriege ich sie ohne Probleme voll, aber der Typ lässt mich ja nichts spielen. Oh, vielleicht kriegen wir die gesichtslosen Tots zum Tanzen. Nimm diese alte tragbare Musikmaschine. Eine Disc ist schon drin. Lauf etwas herum, spiel die Musik ab und ich garantiere dir, diese Tots werden dir folgen. Wir brauchen so ungefähr 40, schätze ich. Viel Glück. Ich will hören, was das ist. Das ist einfach Para-Para, Alter. Runter mit dem Tempo oder noch runter mit dem Album vom Plattenteller. Ab in den Müll damit. Das habe ich mir gedacht. Das Lied ist aber schon ziemlich großartig, da kann ich nichts gegen sagen. Erstmal Zeit für eine Zombie-Party, Mann. Jetzt macht doch das hier Sinn, dass man diese ganzen Dinger da aufschieben kann. Ist schon ein bisschen witzig, eigentlich. Ah, selbst der Geist tanzt. Die tanzen alle einfach. Die haben echt eine richtige gute Zeit.
Waren hier nicht auch noch welche? Irgendwo? Ja, ich glaube, ich bin auch schon zu weit zurück, ne? Ich habe ein bisschen gehofft, dass da auch noch ein Tod rauskommt, aber die Hoffnung war anscheinend vergebens. So. Ach stimmt, in der einen Spur war noch einer, ne? So. Ich habe gerade Johnny durchgespielt. Johnny ist voll cool. Das mag ich sehr gerne. Es ist halt auch nur irgendwie 1,5 Stunden lang, von daher kann man das instant in so einem Sitting durchspielen. Flexi, danke für 3 Monate Treue. Ich stehe so drauf, wie sie einfach alle im Dancen sind hier. Ah, da ist auch noch einer. Okay. Jetzt müsste ich doch eigentlich diese Truhen da aufmachen können, oder diese Särge, oder was das da waren. Ach, verdammt. So, warte. 3 nach links, über der Sonne gelegen. Nur mit der Stärke von 10 kannst du etwas bewegen. 1, 2, 3. Also bei dem Dings hier oben? Dem hier? Oh Gott. Okay, er geht da nicht lang. Perfekt. Ha. Nicht so gut. Ah, Mann. Die sehen aus, als wären sie stärker, von daher hüpfe ich den einfach mal mit meinem Dude auf den Kopf. Ach, das war ja klar, dass das passiert. Perfekt, jetzt kann mein Professor auch nochmal Münzen werfen. Oder auch nicht. Insane, einfach.
So, hüpfen wir mal drauf. Die sollen ja keine KP mehr haben, hoffe ich. Perfekt. Okay, das war's nicht. Oh, ich verstehe, natürlich. Das hier. Okay, kapiere ich nicht. Ist mir zu kompliziert, Alter. Aha, guck mal. Das hat sich gelohnt. KP plus 10. Ta-da-da-da. Hm, ich glaube, deine KP haben sich erhöht und du bist Jacker geworden. Hey, bin ich zu scheiße für dieses Rätsel, Alter? Das ist doch nicht so kompliziert. Weiter links beim Mond. Sekunde. Was kriegen wir hin, Alter? Das kann ja nicht. Das kann ja nicht sein. I cannot believe, okay? Also erstmal können wir den hier rausholen. Ist das der Mond, oder? Also ist es das Ding hier. Diese Sanduhr? Weird, man. Ah, okay.